So, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Termin. Vielleicht an diejenigen direkt zuhören, falls irgendwas mit meinem Mikrofon ist, bitte am besten sofort mitteilen. Ich hoffe, dass ich den Chat im Auge behalte. Kann ich nicht hundertprozentig garantieren, notfalls vielleicht auch reinsprechen. Gut, wir sind im großen Kapitel 02, seriös arbeiten, Alarmint, haben ein paar Ausflüge gemacht. Erstmal sagen wir mal, in die philosophische Richtung und gehen jetzt ans handfeste Eingemachte, haben damit schon begonnen. Beim letzten Mal haben uns einige typische Sachen schon mal angesehen, was man so alles falsch machen kann, wenn man empirisch arbeitet, insbesondere wenn man mit Statistiken arbeitet, was ja das der häufigste Form, würde ich sagen, von empirischen Arbeiten ist, also häufigste Form in dem Sinne, dass sie am weitesten in verschiedenen Fachrichtungen verbreitet ist, natürlich auch in Nicht-MINT-Bereichen wie etwa Soziologie und auch Literaturwissenschaft sogar, so dass also statistisches Arbeiten für sie alle relevant ist in der einen oder anderen Form. Egal, welche Fachrichtung Sie da haben. So, ein paar verschiedene Aspekte hatten wir schon herausgegriffen. Wir machen weiter mit einem weiteren Aspekt, Relevanz der Ergebnisse. Und da möchte ich dann wieder ein bisschen mich immer an Fallbeispielen entlanghangeln, zum Beispiel das Fallbeispiel Werbeerfolg. Natürlich, wenn Unternehmen viel Geld ausgeben in Werbung, interessiert es sie natürlich, ob das gut angelegtes Geld ist, ob dieser Werbung tatsächlich Erfolg hatte oder nicht. Und oft ist es so, dass man nicht nachvollziehen kann, inwieweit die Werbung tatsächlich einen Effekt darauf hatte, dass mehr Leute das dann kaufen. Also bei so einer Online-Verkaufsplattform geht das noch, aber so bei klassischer Werbung, beispielsweise im Radio, Fernsehen, in der Zeitung, sind die Effekte natürlich sehr viel indirekter und da kommen viele verschiedene Faktoren hinein, sodass nicht unbedingt klar ist, inwieweit sich Änderungen beim Verkauf des Produktes oder der Dienstleistung inwieweit die sich ergeben aus dem tatsächlich aus den Werbemaßnahmen oder aus anderen Ursachen heraus. So, eigentlich wollen wir den Kaufeffekt messen, aber wir werden nur Surrogatindikatoren typischerweise haben können, zum Beispiel, dass Sie mit Probanden und Probandinnen zeigen Sie den Werbefilm und messen dann irgendwelche Surrogatindikatoren, also Ersatzindikatoren, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit und die Angabe der Probanden, Probandinnen, wie positiv sie das fanden und so weiter. Aber das ist dann durchaus die Frage, inwieweit dass dann wirklich diese Surrogatindikatoren, diese Ersatzindikatoren wirklich etwas aussagen über das, was man eigentlich herausfinden möchte. Es gibt so ein klassisches Beispiel, dass ein Pommeshersteller Werbung gemacht hat mit Bildern von Fleisch plus Pommes, die sehr gut ankamen, die sehr positiv in Erinnerung geblieben sind bei den Probanden, Probandinnen. Aber wie sich herausgestellt hat, war es nicht seine Pommes, sondern das Fleisch, was für diesen positiven Effekt gesorgt hat. Also einfaches Beispiel dafür, dass diese verschiedenen die Surrogatindikatoren nicht unbedingt immer tatsächlich ein guter Ersatz sind für das, was man eigentlich messen will. Intelligenztest hatten wir schon als Beispiel dafür. Ich habe mir einfach jetzt nun mal den ersten Satz oder aus dem ersten Satz herausgerissen, wie man Intelligenz so allgemein verstehen kann, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nicht um Intelligenz, sondern es geht eben darum, inwieweit Ergebnisse relevant sind. Was sind Ergebnisse beim Thema? Ergebnisse sind die Ergebnisse von Intelligenztests, also das, was man typischerweise als Intelligenzquotienten, als IQ bezeichnen würde. Wobei da schon mal interessante Punkte dabei sind, die Validität in Frage stellen. Also bei Kindern und Jugendlichen schwankt die Intelligenz noch sehr stark.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das so etwas wie ein Reifegrad, ja, dass da so ein Reifegrad mit ins Spiel kommt. Ich weiß es aber genauso wenig wie irgendjemand sonst. Da gibt es, soweit ich weiß, nur Vermutungen. Bei Erwachsenen ist der Intelligenzquotient recht stabil, schwankt aber durchaus in einer gewissen Größenordnung, also von Test zu Test, abhängig von der Tagesform beispielsweise, und kann auch in gewissen Grenzen trainiert werden. Also wenn Sie viele Intelligenztests machen, salopp gesagt, dann kriegen Sie einen etwas besseren, aber nicht überragend besseren Intelligenzquotienten raus. So, aber der eigentliche Punkt ist jetzt der, dass Intelligenzquotient als Surrogatindikator für das, was wir eigentlich als Intelligenz haben wollen, was wir eigentlich bestimmen wollen, insofern problematisch ist, weil Sie haben sicherlich ja schon mal einen Intelligenztest gesehen. Wenn nicht, werden Sie keine Mühe haben, so etwas im Internet zu finden und sich das mal anzusehen. Ja, in der Realität, ja, wenn Sie mit realen Situationen konfrontiert sind, egal ob Studium, Berufsleben oder Privatleben oder wo auch immer, wenn Sie eben nicht diese einfache Situation haben, dass die Frage überhaupt erstmal formuliert ist, präzise formuliert ist, um die es eigentlich geht, und dass die verschiedenen Antwortoptionen, die möglich sind, präzise formuliert sind und dass genau eine Antwortoption und keine andere richtig ist, das werden Sie auch nicht unbedingt im täglichen Leben haben. Dass alles, was Sie brauchen, um die Frage zu beantworten, bekannt ist. Ja, wenn Sie beispielsweise eine Kaufentscheidung jetzt machen, dass Sie sich entscheiden, das eine oder das andere zu kaufen oder eine Wohnung zu mieten oder was auch immer, oder einen Vertrag abzuschließen mit einem Mobilfunkanbieter, dann haben Sie in der Regel auch nicht alle notwendigen Informationen, also alle Informationen, die notwendig sind, um wirklich hundertprozentig sicher zu entscheiden, Option A ist besser als Option B und als Option C. Ja, Sie haben immer Entscheidungen. In der Realität haben Sie typischerweise Entscheidungen unter Unsicherheit. Und das haben Sie beim Intelligenztest nicht. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied. Die kognitiven Anforderungen für Entscheidungen unter Unsicherheit sind nochmal deutlich andere als die kognitiven Anforderungen im Intelligenztest. Oder auch, dass Sie zwischen verschiedenen Optionen eine Abwägung vorzunehmen hätten. Ja, was spricht für Option A, was spricht für Option B? Oder Optionen miteinander zu kombinieren, zu einem einen Kompromiss zwischen zwei möglichen Optionen zu finden und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich noch ein Punkt dabei, wenn Sie zu denjenigen gehören, die Spaß an solchen Sachen haben, wie auch an Sudoku oder Kreuzworträtsel oder kleinen Logeleien, was man da halt so immer beispielsweise in Printmedien öfters mal auf so einer vermischten Seite findet. Wenn Sie ja Spaß an so etwas haben, werden Sie sicherlich auch an einen Intelligenztest motiviert herangehen oder extrinsische Motivation, wenn dieser Intelligenztest jetzt für Sie von Bedeutung ist, für Ihren weiteren Berufsweg beispielsweise von Bedeutung ist, dann werden Sie natürlich mit einer ganz anderen Motivation rangehen, als wenn Sie nur, was weiß ich, im Rahmen eines deutschlandweiten Schülerinnen-Schülertests da jetzt mitmachen sollen, um zu gucken, wo die intelligentesten und wo die wenigsten intelligenten Schülerinnen und Schüler sind. Oder ich fabuliere jetzt nur mal. Aber ich denke, die Problematik ist klar. Oder wenn Sie generell eigentlich keine Lust auf solche Sachen haben, sowas wie keine Lust auf Sudoku, keine Lust auf Kreuzworträtsel, keine Lust auf kleine Logeleien, dann kann es durchaus sein, das ist es sicherlich nicht unwahrscheinlich, dass sie bei einem Intelligenztest schlechter abschneiden, als eigentlich ihre Intelligenz ist. Anderes Beispiel für Surrogat-Indikatoren sind so verschiedene Indikatoren für Körpergewicht, ist jetzt das falsche Wort, für Übergewicht, für gegebenenfalls sogar bis Adipösität. Ein sehr beliebtes Maß dafür, ein sehr beliebter Surrogat-Indikator. Kennen Sie Body Mass Index? Vielleicht ganz kurz, wie ist er definiert? Ganz einfache Formel. Sie stellen sich auf die Waage, tragen das im Zähler ein, Sie messen Ihre Körpergröße in Meter, also 1, irgendwas, bei einigen von Ihnen vielleicht 2, irgendwas, quadrieren das und packen es in Nenner und dann bekommen Sie eine Zahl heraus.
Es gibt verschiedene Vermutungen. Also angeblich soll das von einer Versicherung entwickelt worden sein, für sozusagen für die, ja, wenn mir der Begriff erlaubt ist, sozusagen für Schadensklassen von Menschen. Hat sich irgendwie mal dann verselbstständigt, so als allgemein übliches Maß für eben Übergewicht, Untergewicht und so weiter. Aber es gibt so ein paar Standardbeispiele. In Deutschland wird gerne dieses Beispiel zitiert. Ich weiß nicht, ob Sie noch diesen Namen kennen. Wenn nicht, werden Sie ihn leicht im Internet finden. Also jemand, das ist eine Person, die ihre Karriere, wann war das so, in den 70er, 80er Jahren mit Bodybuilding gestartet hat, auch da Weltmeister oder irgend sowas geworden ist. Dann Schauspielkarriere. Und dann später Politikerkarriere, war zweimal Gouverneur von Kalifornien, ursprünglich Österreicher, hat sich nie um Präsidentschaft beworben, weil er nicht in den USA, sondern eben in Österreich geboren wurde und daher laut Verfassung nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden konnte. Sonst hätte er sich bestimmt wahrscheinlich mal irgendwann beworben, wäre interessant gewesen, das mal zu sehen, ob er das geworden wäre. Demokrat, nicht Republikaner. Ja, in sein hochgradig adipös gemäß BMI, aber Sie sehen das Problem an solchen Beispielen. Der BMI, also Sie müssten eigentlich eher anders vorgehen mit Körperfettanteilen, ja, was sehr schwer zu bestimmen ist. Ja. Die Methoden, um wirklich präzise oder ausreichend präzise den Körperfettanteil zu bestimmen, sind schon sehr, sehr aufwendig. Und wenn Sie einfach hier nur Körpergewicht und Körpergröße hernehmen, unterscheiden Sie dann natürlich überhaupt nicht zwischen den verschiedenen Anteilen, die zum gesamten Körpergewicht beitragen. Beziehungsweise, wenn jemand mit vielen Muskeln kommt, dann hat er sogar noch einen größeren Body-Mass-Index, weil Muskeln schwerer sind als Fettmuskeln. Also Sie sehen das Problem, dass so ein Body-Mass-Index nur bedingt aussagekräftig ist. Für einen muskulösen Menschen hat er eine ganz andere Aussage als für jemanden, der nicht muskulös ist. Tierversuch ist auch ein sicherlich immer wieder trauriges Beispiel, immer wieder in der Politik, auch in der Öffentlichkeit diskutiertes Beispiel. Es gibt immer wieder Fälle, dass, also Sie wissen das ja, bevor ein Medikament oder ähnliches zugelassen wird in Ländern wie Deutschland, muss es erstmal eine Reihe von Experimenten, von Studien durchlaufen. Man fängt erstmal bei Tieren oder bei Zellkulturen an und hört dann beim Menschen auf. Man muss auch noch ein paar Experimente bei Menschen haben. Und es gibt immer wieder Fälle, in denen selten zum Glück, wo es wirklich ganz krass ist, wo Medikamente, die durch die Tierversuche bekommen sind, dann in den Studien an Menschen sofort zu Todesfällen führen. Das passiert zum Glück sehr, sehr selten. Aber schwächere, problematische Formen passieren auch und umgekehrt. Also Penicillin beispielsweise damals ist ja vor, naja, noch nicht ganz 100 Jahren, ist ja nicht durch so einen Zulassungsprozess gegangen. Und das war vielleicht auch ganz gut so, denn dann hätte man Penicillin erstmal an Tieren, an höheren Tierarten, an Säugetierarten ausprobiert, hätte festgestellt, je nachdem, an welchen höheren Tierarten man das ausprobiert hätte, hätte man festgestellt, dass Penicillin schlecht vertragen wird und wäre gar nicht erst zu den Menschenversuchen gekommen. Also, Sie sehen, Tierversuche als Surrogatindikator für Wirksamkeit bzw. Nebenwirkungen bei Menschen ist durchaus nicht so valide, wie man sich das wünschen würde. Bildungsforschung ist ein interessantes Thema, was ja auch Sie dann in Ihrem beruflichen Umfeld ja dann durchaus interessieren sollte. Erstmal jetzt im Studium sind Sie damit tangiert und hoffentlich dann auch auf zielführende Art und Weise dann in ihrem Berufsleben im Bereich Bildung. So, viel der Bildungsforschung passiert in den USA. Also die USA ist in vielen Aspekten der Bildungsforschung weltweit einsam führend, sodass also viele Sachen nur in den USA untersucht worden sind. Und wenn man sich jetzt in anderen Kulturkreisen, wie etwa unserem deutschen Kulturkreis,
für die Ergebnisse interessiert. Also wenn da positive Ergebnisse rauskommen, ja, man hat irgendeine Methode ausprobiert und der Effekt auf die Schülerinnen und Schüler oder auf die Studierenden, je nachdem, war positiv im Durchschnitt, dann wird man das vielleicht auch gerne hier im deutschsprachigen Kulturkreis anwenden wollen. Aber da ist dann die Frage, ich will ein Beispiel nur herausgreifen, wo mir das mal vor vielen Jahren sehr aufgefallen ist. Also es gibt eine ganze Menge Bildungsforschung rund um Vorlesungen. Also wir sind jetzt hier eher im Hochschulbereich als im Schulbereich, aber das Thema Vorlesung, also Frontalunterricht mit Vortrag der Lehrkraft, spielt natürlich auch in der Schule eine gewisse Rolle. Und da ist halt immer das Problem, das wissen Sie ja, das kennen Sie auch aus eigener Erfahrung, wenn man da passiv rumsitzt, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann abschalten und nicht mehr dem Unterricht oder der Vorlesung folgen. Und eine Sache, die sehr intensiv untersucht wird in der Bildungsforschung, es sind eben verschiedenste aktivierende Maßnahmen. Ja, Sie kennen das in der Schule, dass dann entweder Schülerinnen sich melden können auf eine Frage hin oder noch krasser aktivierend, noch heftiger aktivierend, dass Schülerinnen und Schüler also ungefragt drangenommen werden und jetzt Rede und Antwort stehen sollen. Im Hochschulbereich gibt es da den interessanten Unterschied zwischen dem angelsächsischen System und unserem System, dass im angelsächsischen System, dass die Verbindlichkeit der Vorlesungstermine viel, viel höher ist als bei uns, typischerweise. Gut, in den ganz großen Lehrveranstaltungen wird es natürlich nicht so sein, dass da alle Leute gezählt werden, aber in nicht ganz so großen Vorlesungen fällt es natürlich auf, wenn jemand nicht regelmäßig da ist. Selbst wenn es nicht wirklich eine offizielle Anwesenheitspflicht gibt. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass die Situation der Studierenden anders ist. Ja, bis zum 21. Lebensjahr müssen die Studierenden typischerweise auf dem Campus bleiben, haben auch ihre kleine Wohnung, ihr Zimmer auf dem Campus, in Dorms, Dormitories, Studierendenwohnheime auf dem Campus, dürfen den Campus nicht ohne Erlaubnis verlassen und haben auch nichts anderes nebenher zu tun. Auch die älteren Studierenden haben in der Regel nicht viel oder nichts anderes nebenher zu tun, als zu studieren. Da gibt es diese Vorstellung nicht, so wie hier bei uns, studieren nebenher. Dafür gibt es in den USA dann eine entsprechende andere Einrichtung, Community Colleges, wo man typischerweise einzelne Kurse belegt oder ähnliches. Aber also ein richtiges Studium in einer der Universitäten, die Sie kennen, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Berkeley, MIT und so weiter, da stellt man sich vor, Studium heißt Studium und Ende. Und so dass also auch gar keine Entschuldigung da ist, dass man die Vorlesungstermine schwänzt. Und das heißt eben, bei uns, wenn wir aktivierende Maßnahmen in der Vorlesung einführen, die vielleicht auch ein bisschen Zumutung für die Studierenden beinhalten, dann laufen wir Gefahr, dass die Studierenden einfach wegbleiben. Das ist in den USA nicht so. Das heißt also, Ergebnisse zu diesem Thema können nicht seriös aus den USA nach Deutschland übertragen werden, weil die Situation subtil, aber entscheidend unterschiedlich ist. Ja, das ist nur ein Beispiel, von dem ich hoffe, dass es ein bisschen Sensibilität weckt bei Ihnen, dass auch kleine Unterschiede, die man vielleicht in dem Moment gar nicht auf dem Radar hat, dass auch die einen großen Unterschied machen können, ob eine didaktische Maßnahme wird, für aktivierende Maßnahmen in der Vorlesung, ob die Erfolg haben wird oder nicht. Anderes Beispiel, Relevanzergebnisse, Kriminalitätsstatistik. Gut, das versteht sich von selbst, dass nicht die Kriminalitätsfälle, sondern nur die registrierten Fälle, also alles, die berühmte Dunkelziffer, nicht? Alles, was nicht registriert ist, wird auch natürlich auch nicht gezählt. Und oft ist es so, dass die Sachen falsch gezählt oder eingeordnet werden. Ja, es gibt die bekannte Problematik, dass beispielsweise alle politisch motiviert erscheinenden Straftaten, die nicht zugeordnet werden können, in manchen Kriminalitätsstatistiken automatisch als rechtsextrem zugeordnet werden, was natürlich
eine Verzerrung ist beim Vergleich rechtsextrem, linksextrem, religiös motiviert und so weiter, bis hin dazu, dass zum Beispiel Hakenkreuzschmierereien auf einem AfD-Partei, an einem AfD-Parteibüro, dass die als, weil es Hakenkreuz ist, als rechtsextrem eingestuft werden, was offensichtlich absurd ist. Aber das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel dafür, dass es gibt natürlich viele andere Beispiele dafür, auch nicht nur im Bereich von politisch motivierten Straftaten, selbstverständlich, dass Straftaten nicht richtig eingeordnet oder gezählt werden. Und würden gerne vielleicht auch Vergleiche über die Zeit anstellen. Aber, also wir würden zum Beispiel sagen, stimmt die subjektive Wahrnehmung, dass es immer mehr Verbrechen gibt, dass es immer mehr Straßenkriminalität gibt oder was auch immer? Oder wie ist es denn? Würde man natürlich gerne wissen, wie sich beispielsweise die einzelnen Arten von Kriminalität im Laufe der Zeit so entwickeln. Problem ist, dass oft genug die verschiedenen Punkte, die dafür sorgen, dass eine Straftat wirklich registriert wird, dass die sich auch ändern. Ja, zum Beispiel Sexualdelikte. Da wird vieles heutzutage zur Anzeige gebracht, was früher nicht zur Anzeige gebracht worden wäre, aus den verschiedensten Gründen. Und beziehungsweise es gibt sogar Änderungen der Straftatbestände, die dafür sorgen, dass heutzutage Handlungen verfolgt werden können, strafrechtlich verfolgt werden können, die vorher noch gar nicht strafrechtlich verfolgt werden konnten. Ja. Dann kann Polizei, wenn etwas zur Anzeige gebracht wird, Polizei und Staatsanwaltschaft kann nicht immer, aber unter verschiedenen Voraussetzungen durchaus entscheiden, ob sie das weiterverfolgen oder die Ermittlungen einstellen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn jemand vor Gericht dann doch gelandet ist, aber freigesprochen wird, ist es korrekt, das dann als Kriminalfall zu zählen oder nicht? Ja, also Sie sehen die Problematik gerade bei Kriminalitätsstatistik. Was zählen wir denn? Was zur Anzeige gebracht wird? Ja, dann wissen wir natürlich nicht, wie viel davon wirklich echte Fälle von Kriminalität sind, was weiterverfolgt wird oder was dann tatsächlich zu einer Verurteilung führt. Dauert dann natürlich auch lange. Also Sie werden erst nach ein paar Jahren dann die Statistik haben, was alles dann tatsächlich zu einer Verurteilung geführt hat und was nicht. Dann würden Sie natürlich gerne zwischen Bundesländern beispielsweise oder zwischen Stadt und Land unterscheiden bei der Kriminalitätsstatistik oder auch zwischen verschiedenen Nationen. Ja. Wie viele Morde gibt es in dem Land X und wie viele Morde gibt es in dem Land Y pro 100.000 Einwohner oder so weiter? Das werden Sie sicherlich vergleichen wollen. Aber auch hier ist das Problem, dass Sie auch unterschiedliche Zählweisen haben. Ja, dass in dem einen Land vielleicht in der Kriminalitätsstatistik gezählt wird, was zur Anzeige gemacht wurde, in dem anderen was nur das, was tatsächlich gerichtlich geahndet worden ist. Das heißt also, Sie vergleichen da Äpfel mit Birnen. Sie müssen sehr genau schauen, ob Sie überhaupt, also wenn Sie seriös arbeiten wollen, wovon ich mal ausgehe, Sie müssen sehr schauen, ob Sie das überhaupt seriös vergleichen können und wenn ja, wie Sie das tatsächlich anstellen, was Sie tatsächlich miteinander vergleichen, damit Sie Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Anderes Beispiel, Arbeitslosenzahl war ein Fall, als ich an der Thematik hier auch für dieses Kapitel gearbeitet habe. Das ist immer wieder eine interessante Thematik. Wen zählt man alles als arbeitslos? Ja, also Leute, die auf Fortbildungskursen sind, zählt man nicht als arbeitslos. Auf Fortbildungsmaßnahmen, Leute, die krank sind, nicht unbedingt. Und wenn man sich das, da finden Sie auch Artikel auch im Internet dazu, die das aufdröseln. Also wenn man sich mal anguckt, wen man so alles als Arbeitslose rechnet, wen man so als Arbeitslose rechnen könnte, dann bekommt man da schon einen Unterschied von ungefähr 1 Million Leute, was ja nicht ganz unerheblich ist. Selbst wenn man nicht alle von denen
die herausgerechnet werden, doch hineinrechnen möchte, sondern nur ein Anteil davon, ist das ja keine geringe Anzahl, kein geringer Anteil prozentual an der Gesamtarbeitslosigkeit. Dann kommt noch hinzu, dass sich diese Definition, wen man zählt und wen man nicht zählt, und auch wie man an die Daten herankommt, dass sowas mal hin und wieder alle paar Jahre geändert wird. Ich kann mich erinnern, als ich hier an dieser Thematik gearbeitet habe, gab es gerade in den Medien große Berichterstattung. Achtung, ab nächstem Jahr wird die Arbeitslosigkeit anders gezählt als in diesem Jahr. Und das bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit sprunghaft steigen wird. Das ist aber nur ein statistischer Effekt. So, und in dem neuen Jahr gab es in denselben Medien große Aufmachung, große Berichte. Oh je, die Arbeitslosenzahlen ist schon wieder massiv gestiegen. Ja, also Sie sehen die Problematik. So, ein anderer interessanter Punkt, der sicherlich auch jetzt, also hatte ich geschrieben zu einer Zeit, als die Inflationsrate noch angenehm niedrig war. Jetzt inzwischen ist Inflationsrate wieder ein wichtiges Thema und ich habe mit Bedacht offizielle Inflationsrate geschrieben. Warum? Lest mal, für jede einzelne Person ist die Inflationsrate eine andere. Sie haben eine andere Inflationsrate als ich. Und je nachdem kann es durchaus krasse Unterschiede geben, je nach konkreter Situation. Und zwar zum Beispiel, großer Preistreiber bei der Inflation war jetzt lange Zeit Energie. Und wenn Sie zu den Leuten gehören, die mehr Energie verbrauchen, also fossile Energie, Benzin, Gas, Diesel, wenn Sie zu denjenigen gehören, die mehr Energie deshalb verbrauchen, durch Kfz, durch Heizen, hatten Sie dann halt in der Zeit eine höhere Inflationsrate. Und wenn Sie zu denjenigen gehören, die da wenig verbrauchen, dann haben Sie entsprechend eine niedrigere Inflationsrate, weil das eben überproportionale Steigerungen waren. Oder zurzeit sind, soweit ich weiß, die Lebensmittel, die Grundnahrungsmittel, also die Dinge des täglichen Bedarfs, ein Preistreiber. Und wenn Sie zu denjenigen gehören, die ihr Budget vor allem für so etwas ausgeben müssen, weil sie nicht mehr Budget zur Verfügung haben, dann haben sie also eine hohe Inflationsrate. Und wenn sie zu denjenigen gehören, die mehr verdienen, einen geringen Anteil ihres Geldes ausgeben für die Dinge des täglichen Bedarfs, dann haben sie dann entsprechend eine niedrigere Inflationsrate. Es sei denn, sie geben es auch für andere Sachen aus, die ebenfalls eine hohe Inflationsrate haben. So, dann kommt noch ein grundsätzliches Problem, an dem man nicht vorbeikommt, ein prinzipielles Problem. Produkte werden ja immer besser, nicht? Hier zum Beispiel das Telefon, noch mit Wählscheibe, später mit Tastatur und mit allen möglichen elektronischen Funktionen. Handy, ohne Smartphone-Eigenschaft, irgendwann dann vor ungefähr 15 Jahren, wenn ich mich recht entsinne, kamen Smartphones raus. Okay, vorher gab es schon Blackberries, aber dann kamen so Sachen wie iPhone und dann auch Android-basierte Smartphones raus. Ja, wenn man will, kann man das als einen Fortschritt sehen. Also es ist sicherlich, man wird es sicherlich als einen Fortschritt sehen, nicht? Oder sehen Sie etwa in dem Beispiel, in diesem Marktsegment hier etwa, Sie haben ja sicherlich schon mal irgendwo diese großen, dicken Röhrenfernseher gesehen. Und wenn Sie das vergleichen mit Flachbildschirmen, auch von der visuellen Qualität her, also inwieweit Ihr Auge irritiert wird durchs Hinschauen, gibt es nat ist da natürlich, liegen da natürlich Welten dazwischen. Oder Kaffee, nicht? Früher gab es nur Kaffeemaschinen, basierend auf Kaffeepulver typischerweise, jedenfalls so im privaten Gebrauch oder im Büro oder so etwas. Und jetzt gibt es schon seit vielen Jahren ganz andere Sachen, so in der Mittelklasse Pads oder Kapseln oder in der gehobenen Klasse dann Vollautomaten, nicht? Preise nach oben offen. Ja,
Gut, also das meine ich damit, Produkte werden immer besser oder meinetwegen angeblich immer besser. Da haben wir ein Dilemma dabei, das nennt sich das hedonische Dilemma. Und das Problem ist, wenn Sie wirklich Inflationsrate bei sowas wie Telefon oder Fernseher oder Kaffeeautomaten rechnen wollen, dann müssen Sie natürlich eigentlich den Anteil einer Preissteigerung herausrechnen, der sich aus dieser Produktverbesserung ergibt. Ja, Sie müssten eigentlich, also eigentlich müssten Sie Kaffeeautomaten, also diese Filtermaschinen von früher und mit heute miteinander vergleichen. Macht aber wenig Sinn, weil heutzutage die wenigsten Leute noch allzu viel mit Filtermaschinen zu tun haben. Ja, also es macht ja keinen Sinn, sozusagen ein Auslaufmodell, etwas, was heutzutage typischerweise so als Werbegeschenk auch mitgegeben wird, das als Basis für Inflationsberechnungen herzunehmen. Sie werden schon die heutigen typischeren Sachen oder noch mehr bei Röhrenfernseher, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Röhrenfernseher noch zu kaufen gibt, da werden Sie natürlich Flachbildschirme heutzutage hernehmen als Basis für die Berechnung der Inflation. Und früher gab es nichts anderes als Röhrenfernseher, werden Sie Röhrenfernseher hinzugenommen haben müssen. Und diese Produktverbesserung können Sie aber nicht rausrechnen. Sie haben keinen Maßstab dafür. Der einzige objektive Maßstab, den Sie haben, ist der Preis, aber genau den Preis wollen Sie ja gerade bereinigen. Ja, und das heißt, Sie können natürlich nicht den Preis hernehmen als Basis, um den Preis zu bereinigen. Also das ist eine große Problematik und nebenbei gesagt, ist es ja auch die Verbesserung vom Handy zum Smartphone ist ja auch für jeden Menschen was anderes. Ja, es gibt manche Leute, die benutzen ihr Smartphone mehr oder weniger nur als Handy. Für die hat sich keine Verbesserung ergeben. Das heißt also nur eine Verteuerung oder vielleicht auch eine bestimmte Verbilligung. Also Handys waren ja früher in den Nullerjahren ja auch nicht gerade billig. Oder andere benutzen halt das Smartphone ganz anders, als man Handy jeweils nutzen könnte. Das ist noch ein interessanter Punkt hier, unter Stichwort Relevanz der Ergebnisse. Das wird öfters mal behauptet, Frauen spielen schlechter Schach als Männer. Und daraus wird dann natürlich, können Sie sich ja vorstellen, geschlussfolgert, dass Frauen kognitiv schlechter in bestimmten Bereichen sind als Männer oder so etwas. Ja, das Schachspiel als sozusagen als Surrogatindikator für bestimmte kognitive Fähigkeiten. Der interessante Punkt ist hier aber, dass die Antwort eigentlich nicht die naheliegende Antwort ist ja, aber die wahre Antwort ist vermutlich nein. Und das will ich Ihnen kurz erläutern. So, es gibt so etwas wie einen pseudo-objektiven Maßstab, wie gut jemand Schach spielen kann. Das ist die Elo-Zahl. Und Sie stellen fest, wenn Sie da schauen, dass die erste Frau erst irgendwie in den höheren zweistelligen Zahlen ist, also in der Weltrangliste oder so etwas. Und das ist auch die zweithöchste Frau, dann, dass es da wieder einen großen Abstand gibt und so weiter und so fort, sodass sich auch insgesamt in den höheren Elo-Zahlen in der Weltrangliste sehr wenige Frauen befinden. Ich habe mal einen Stichtag hergenommen, fragen Sie mich nicht warum. Also in diesem Jahr habe ich mich zum ersten Mal mit der ganzen Problematik, die diesem Foliensatz zugrunde liegt, intensiver befasst. Und deshalb habe ich an dem Tag wahrscheinlich, an dem ich mich damit befasst habe, diesen Stichtag hergenommen und da war die beste Frau nach Elo-Zahl auf Platz 66. Und das nehmen viele als Beweis dafür, dass Frauen schlechter als Männer Schach spielen. Ist aber keineswegs bewiesen dadurch, ganz im Gegenteil. So. Zunächst mal stellen wir fest, dass es überhaupt viel weniger Frauen als Männer gibt, viel, viel weniger Frauen als Männer gibt, die überhaupt eine Elo-Zahl haben, die überhaupt also durch solche Turniere bei den Elo-Zahlen berechnet werden, die in die Elo-Zahl eines Teilnehmenden eingehen, dass die da überhaupt mal sichtbar werden. So, und der Punkt ist einfach der,
Wenn so viel weniger Frauen als Männer überhaupt dabei sind in den Elo-Zahlen, dann sind in beiden Extremen, auch bei reinem Zufall, auch wenn Männer und Frauen völlig identisch gut spielen, viel weniger X als Y zu erwarten. Das kann man berechnen, das ist auch gar nicht so schwer, aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu machen. Man kann berechnen, wenn Männer und Frauen gleich gut spielen, wie sähe dann das Ergebnis in den oberen Rängen aus? Und tatsächlich hat man herausgefunden, dass die reale Situation mit diesem Platz 66 als bester Frau tatsächlich sehr nah an dem ist, was man mit reinem Zufallseffekt herausbekommen würde. Das heißt also, es ist überhaupt nicht bewiesen, dass Frauen schlechter als Männer Schach spielen. Und damit sind natürlich auch die ganzen Implikationen daraus, die ganzen Schlussfolgerungen, dass Frauen da kognitive schwächer wären in manchen Bereichen als Männer, natürlich auch alle obsolet. Sondern es ist dadurch eher sogar recht plausibel, dass, wenn es Unterschiede gibt, dass sie nicht sehr groß sein können. Ja, es ist natürlich auch nicht bewiesen, dass es keine Unterschiede gibt, aber sie werden wohl nicht sehr groß sein, falls es sie überhaupt gibt. Psychologische Studien ist ein Beispiel von Verzerrung. Ja, Studierende der Psychologie müssen häufig an psychologischen Studien teilnehmen, unter anderem auch deshalb, weil man sonst nicht ausreichend Probanden, Probandinnen für diese Studien bekommen könnte. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund dafür, und das ist natürlich eine große Verzerrung. Ja. Studierende der Psychologie sind mit Sicherheit nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Außerdem besteht ein größeres Risiko bei Studierenden der Psychologie, dass sie den Versuchsaufbau durchschauen, dass sie also durchschauen, dass das, was vorgeblich in dem Experiment passieren soll, gemessen werden soll, gar nicht das ist, was gemessen werden soll, sondern etwas anderes gemessen werden soll. Und das hat natürlich auch Auswirkungen für das Verhalten dieser Studierenden, dieser Probanden und Probandinnen im Versuch. Medizinische Studien auch eine Verzerrung. Ja, wer ist schon bereit, an einer Studie teilzunehmen, bei dem ihm mit einem gewissen Restrisiko die Gesundheit ruiniert wird oder mit einem nicht ganz so geringen Risiko, zumindest, dass man da Nebenwirkungen haben wird. Also wird man Leuten irgendwas dafür bieten müssen. Geld zum Beispiel, typischerweise, oder Geldwerteleistungen. Und das ist natürlich auch, wer bereit ist, relativ wenig Geld anzunehmen, und das Risiko von medizinischen Nebenwirkungen oder sogar Ruinierung der Gesundheit im schlimmsten Fall auf sich zu nehmen, dass diese Leute sind natürlich auch nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Ich möchte ein anderes, jetzt allgemeiner betrachtetes Fallbeispiel hernehmen, Skalierbarkeit. Häufig werden Untersuchungen gemacht auf kleinen Größen, auf kleinen Stichprobengrößen. Und dann geht man manchmal stillschweigend davon aus, dass das auch auf großen Größen passen wird. Zum Beispiel Didaktik für Lehrveranstaltungen. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Studien in der Didaktik, die in kleinen Vorlesungen oder in kleinen Seminaren oder ähnlichem, die darauf aufbauen. Die sind natürlich nicht skalierbar auf eine Erstsemester-Lehrveranstaltung beispielsweise, wo sie da Hunderte von Studierenden haben, die außerdem auch noch in vielerlei Hinsicht sehr heterogen sind. Ja, wenn Sie eine kleine Lehrveranstaltung, kleine Vorlesung beispielsweise im hohen Fachsemester haben, mit einer kleinen Gruppe, dann haben Sie typischerweise eine homogenere Gruppe in vielerlei Hinsicht. Und sie haben eine gut trainierte Gruppe. Ja. Also wenn diese Leute irgendwas nach so und so vielen Semestern Studium können, dann eben studieren. Nicht? Und was natürlich sich auswirkt darauf, wie sie dann auf diese didaktischen Maßnahmen, die da ausprobiert werden sollen, reagieren. Aber das muss in einer großen Erstsemester-Lehrveranstaltung natürlich überhaupt nicht sein. Vor allem, weil dann ja auch viele Studiengänge da drin sind, dass die Leute haben unterschiedliches Vorwissen und so weiter
und so fort. Es sind auch schon noch unterschiedlich reif für Studium. Ja, manche kommen sehr schnell klar mit der Studiensituation, andere brauchen erst ein paar Semester, um reinzukommen und so weiter. Das ist ein Beispiel für das allgemeine Problem Skalierbarkeit von Ergebnissen. Was im Kleinen richtig ist, muss im Großen noch lange nicht stimmen. Ein einfaches Beispiel dafür, direkt aus dem Leben gegriffen, aus Ihrem Leben gegriffen. Gut, nächster Punkt. Jetzt haben wir Relevanz der Ergebnisse. Ein beliebter Fehler bei allen möglichen Formen der, ja, im weitesten Sinne statistischen Arbeit ist Schluss auf den Einzelfall. Schauen wir uns das also mal an. Beispielsweise medizinische Grenzwerte. Das sind so Beispiele wie zum Beispiel Blutdruck, Blutnieder also gesunder Blutdruck, Blutnied Bluthochdruck oder auch beispielsweise Zuckerwert oder andere Blutwerte. Da gibt es ja immer dann typischerweise, wenn Sie da mal so ein Ergebnis für sich oder für andere bekommen haben, einen gewissen Intervall, in dem der so als Normalfall angesehen wird, also wenn ihr der Laborwert, wie beispielsweise der Blutdruck, in diesem Intervall ist, dann ist alles okay. Wenn er rechts ist, dann ist es Bluthochdruck. Wenn er links ist, ist es Blutniedrigdruck. Das Problem an der Sache ist erst einmal, dass diese Grenze nicht pauschal für alle Menschen zusammen getroffen werden kann. Das sehen Sie auch manchmal darin, dass verschiedene Labors durchaus unterschiedliche Intervalle definieren für gut oder schlecht. Oder auch, dass die Grenzwerte dann auch von den medizinischen Fachgesellschaften auch schon mal verändert werden in die eine oder andere Richtung. Ja, und man muss sich klar darüber machen, dass wir nicht über einen kleinen Effekt reden, sondern wir reden über einen großen Effekt. Ja, es gibt Menschen, denen wird regelmäßig ein ordentlicher Blutdruck bescheinigt, aber das ist für die normal und auch ungefährlich. Und andere gibt es, denen wird ein normaler Blutdruck bescheinigt, aber das ist für die schon viel zu hoch oder viel zu niedrig eigentlich. Ja, also im Großen und Ganzen wird schon nicht ganz falsch sein. Wenn Sie schon nicht ganz falsch eingeordnet sein, wenn Sie irgendwie weit weg von den Grenzwerten sind, ja, also wenn Sie weit weg von dem Grenzwert also wenn Sie weit höher sind als der Grenzwert zwischen Normal- und Bluthochdruck, dann werden Sie wahrscheinlich schon Bluthochdruck haben. Aber wenn Sie beispielsweise so in der Nähe sind von der Grenze, egal ob links oder rechts davon, dann ist die Interpretation schon mit Vorsicht zu genießen. Ja, woher kommen denn diese Grenzwerte? Also bestenfalls werden sie auf Basis von Statistiken gesetzt, häufig genug auch so ein bisschen nach Gefühl. Auch eben nicht immer alle konstant. Es gibt keine naturwissenschaftlich definierten oder gottgegebenen Grenzwerte, sondern das ist immer auch ein gewisses Maß an Willkür. Das heißt, für die einzelne Person ist der Wert nicht unbedingt ganz so aussagekräftig. Dann kommt noch eine Schwierigkeit hinzu, die ich jetzt auf dieser Folie nicht thematisiert habe, nämlich wenn Sie sich zu verschiedenen Zeiten denselben mit einem Abstand von ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder sogar am selben Tag zu verschiedenen Tageszeiten denselben Laborwert messen, beispielsweise Eisenmangel oder so etwas, dann werden Sie da auch unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Das kommt noch hinzu, dass ein einzelner Messwert noch nicht so aussagekräftig ist. Gut, also das ist eben, gehen wir nochmal zurück, Schluss auf den Einzelfall. Ja, von Grenzwerten beispielsweise, die hoffentlich gut statistisch gesetzt sind, aber auch wenn sie noch so gut statistisch definiert sind, für den Einzelfall muss man sehr vorsichtig sein, ob diese Grenzwerte stimmen oder nicht. Ein anderes Beispiel hat sogar einen Namen, benannt nach dem Entdecker Robinson-Paradoxon. Ich fange an mit dem klassischen Beispiel dafür, was zu der Beschäftigung mit diesem Paradoxon geführt hat. Das sehen Sie hier. Also es ist die Grundgesamtheit, über die Statistik geführt wurde, ist die Menge aller damaligen amerikanischen Bundesstaaten. Also Hawaii war noch nicht dabei, kam erst später dazu, aber so ziemlich alle anderen Bundesstaaten der USA waren damals schon dabei.
So, und jetzt guckt man sich für jeden einzelnen Bundesstaat einerseits an, was ist die Alphabetisierungsrate, und man schaut sich an, was ist der Prozentsatz derjenigen, die nicht in den USA geboren sind, die also irgendwann eingewandert sind, sei es als Kind, sei es als Erwachsene. Und dann hat man festgestellt, also gut, gehen wir noch mal kurz durch. Sie, wir haben da schon im Zusammenhang mit Korrelationen gehabt. Wir haben jetzt hier zwei Größen, und wir, die wir über verschiedene Individuen, diesmal die Bundesstaaten, betrachten. Also meistens haben wir über Menschen betrachtet, nicht nur. Hier betrachten wir jetzt mal Statistik über Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat I gleich Texas, I gleich Oregon, I gleich Maine und so weiter, hat eine Alphabetisierungsrate, eine spezifische. Also wie viel Prozent der Leute da drin lesen und schreiben ordentlich können. Und eine weitere Größe, auch hier wieder können Sie einen Prozentsatz hernehmen, wenn Sie wollen, wie viele in diesem selben Bundesstaat I außerhalb der USA geboren sind. Und was man feststellt, ist, dass es eine positive Korrelation gibt. In den Bundesstaaten, in denen die Alphabetisierungsrate hoch ist, ist auch der Anteil der außerhalb der USA Geborenen sehr hoch. Das heißt, man würde eben schlussfolgern, ja, man würde einen kausalen Schluss daraus ziehen, nicht? Wir sind jetzt wieder bei Scheinkorrelation mit Hintergrundvariablen, bei dem Thema, was wir letztes Mal schon hatten. Man würde hier naiv den Schluss vielleicht daraus ziehen, okay, die außerhalb der USA Geborenen können im Durchschnitt besser oder öfter lesen und schreiben als die anderen. Und deshalb sind die Alphabetisierungsraten dieser Bundesstaaten, wo so viele außerhalb der USA Geborenen leben, besonders hoch. Wäre ein bisschen unplausibel. Also heutzutage wäre sogar eigentlich fast plausibel, diese Schlussfolgerung, denn diese klassischen Einwandererstaaten wie USA, Kanada, Australien, Neuseeland beispielsweise, die achten schon sehr darauf, inzwischen nach Möglichkeit vor allem hochgebildete Leute ins Land zu lassen, sodass also tatsächlich gut Alphabetisierungsrate, ja, weiß ich nicht, ob das heutzutage noch der Maßstab wäre, vielleicht auch nicht, vielleicht Studienabschluss oder ähnliches, anstelle der Alphabetisierungsrate, sodass also tatsächlich hier ein kausaler Zusammenhang heutzutage bestehen könnte, ein Mitzusammenhang, ja, ein kausaler Zusammenhang, der den gesamten Effekt teilweise erklärt, sicherlich nicht vollständig. Aber was ist eigentlich hier die Erklärung gewesen? Nämlich, das sehen Sie ganz krass, also ich hab ja mal in Australien gelebt und gearbeitet, da kann man es ganz krass sehen, dass die Immigranten gehen typischerweise in die fünf großen Ballungsgebiete: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth und Brisbane. Und eben aufstrebende urbane Gegenden, die dementsprechend immer mehr wachsen, wo die Immobilienpreise dementsprechend immer teurer werden und so weiter. Und das sind natürlich dann auch umgekehrt die Gegenden mit dem höheren Bildungsniveau, aber da muss keine Kausalität dazu sein, sondern die Hintergrundvariable ist eben die Geografie, in welchen Gegenden diese Immigranten leben und in welchen Gegenden das Bildungsniveau hoch ist. Das sind tendenziell statistisch dieselben Gegenden. Das heißt also, die Immigranten und die Alphabetisierten sind nicht unbedingt dieselben Individuen. Wir reden ja vom Jahr 1930, nicht? Als man in die USA die Leute reingelassen hat, nicht nach dem Kriterium der Bildung oder der Alphabetisierung. So, und dadurch hat man das eben wirklich auf einen Einzelfall übertragen, nämlich, dass man von dem statistischen Ergebnis auf die Einzelpersonen geschlossen hat, Immigranten gleich Alphabetisierte, tendenziell. So, das möchte ich nochmal durchdeklinieren an einem aktuelleren Beispiel. Diese Aussage, die hier steht, stimmt. Wobei wir haben eben schon gesehen, Kriminalität heißt registrierte Kriminalität. Das ist nicht um zu verwechseln mit der echten Kriminalität, Stichwort Dunkelziffer. So, und diese Aussage, die Sie hier lesen, stimmt. Aber das, was einem als Schlussfolgerung in den Sinn kommt,
nämlich dass die Immigranten verantwortlich sind für die hohe Kriminalität, muss überhaupt nicht stimmen. Ist durch diese Korrelation überhaupt nicht belegt. So, gehen wir jetzt nochmal durch. Wir haben verschiedene Kommunen, also Städte und Gemeinden. Der gemeinsame Oberbegriff im Deutschen ist Kommune Darmstadt oder Kommune Griesheim und so weiter. Wir können auf der einen Seite den Immigrantenanteil uns anschauen und zum anderen die Kriminalitätsrate in der Kommune und stellen fest, eben, dass da eine hohe Korrelation besteht. Auch hier wieder Hintergrundvariable. Also Sie sehen, das Robinson-Paradoxon ist sehr stark mit dem Thema Scheinkorrelation, Hintergrundvariable verquickt, was wir schon mal letztes Mal hatten. So, Urbanität, ja. Auch hier wieder Immigranten und Immigrantinnen zieht es eher in die Städte und die Kriminalitätsrate ist in den Städten besonders hoch. Übrigens auch durch Leute vom Lande, ja, so zumindest so im Straßenverkehr, nehmen wir beispielsweise jetzt nicht Kriminalität, sondern Unfälle. Viele Unfälle im urbanen Bereich sind ja nicht nur Städter beteiligt, sondern auch Leute vom Lande. Das heißt also, die tragen dann zur Unfallstatistik in der Stadt mit bei, obwohl sie eigentlich gar nicht in der Stadt wohnen. Dann kommt natürlich hinzu, es gibt auch eine starke Korrelation zwischen Sozial- und Kriminalität, was natürlich auch zum großen Teil diese Korrelation erklärt. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele. Da gibt es natürlich noch viele andere Hintergrundvariablen, die ich jetzt nicht alle durchdiskutieren will. Der entscheidende Punkt ist, denke ich, rübergekommen. Nämlich, dass wenn Sie einen hohen Anteil an X und einen hohen Anteil an Y haben, dann müssen das nicht dieselben Individuen sein. Also was ist der Schluss allgemein? Schluss auf den Einzelfall, wir schließen von statistischen Aggregationen, Mittelwerten, Korrelationen und Ähnlichem. Der Oberbegriff dafür ist Aggregation, also dass man halt statistische Ergebnisse in eine einzige Zahl packt, in einen Mittelwert beispielsweise, einen Durchschnittswert oder auch in einen Korrelationskoeffizienten und so weiter. Und vielleicht nur ganz kurz als Information dazu, dieses Robinson-Paradoxon oder überhaupt den Schluss auf den Einzelfall, dazu gibt es auch einen eigenen Fachbegriff. Ökologischer Fehlschluss, Ecological Fallacy im Englischen. Gut, dann bin ich mit diesem Thema hier an dieser Stelle durch und wir können uns einem nächsten Thema widmen, Rankings. Das ist, was Rankings sind, ist klar, nicht? Rankings zum Beispiel bei Stiftung Warentest, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen. Wie gut die einzelnen Produkte so sind, welches Produkt das Beste ist, welches Produkt das Zweitbeste ist und so weiter. Oder Rankings, welche Uni ist die beste und so weiter. Gut, worum geht's? Also, ich nehme ein erstes Beispiel her von den Rankings im politischen Bereich wieder. Es gibt viele, viele Aspekte, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Da sehen Sie, dass die drei Stadtstaaten in Deutschland immer die Schlusslichter sind. Es gibt sicherlich auch welche, wo die Stadtstaaten ganz vorne im positiven Bereich sind, aber viele, viele eben, wo sie die Schlusslichter sind. Und zumindest früher war vielleicht das Parteiengefüge in Deutschland noch so ein bisschen anders, dass typischerweise in den Städten eher die SPD regiert hat und in vielen Flächenländern, nicht allen. Aber zumindest in Baden-Württemberg und Bayern und Rheinland-Pfalz, in den südlichen Ländern zumindest und ich glaube auch Niedersachsen typischerweise, dass da die CDU, CSU regiert hat, sodass man also auf den Gedanken kommen könnte, aha, da sind die falschen Parteien an der Regierung. Ja, wieder eine Korrelation mit einer Hintergrundvariable. Wir kommen von diesem Thema nicht weg. Denn wenn man hergeht und jetzt nicht nach Bundesländern aufschlüsselt, sondern tatsächlich nach Kommunen oder Landkreisen, je nachdem, wie feingranular man das haben will, wenn man es weniger feingranular haben will, dann eben Landkreise und kreisfreie Städte. Oder wenn man es ganz granular haben will, feingranular haben will, dann eben
runtergebrochen auf einzelne Kommunen, vielleicht sogar auf Stadtteile in einer größeren Stadt, je nachdem. Und dann sehen Sie, wo wirklich der Unterschied besteht, nämlich nicht der Unterschied zwischen der einen Partei oder der anderen Partei, sondern der Unterschied besteht vor allem zwischen Stadt und Land. Und es gibt einzelne Bundesländer, die nur im Wesentlichen aus einer Stadt bestehen, oder wie bei Bremen, Bremen plus Bremerhaven. Und die sind natürlich, die zeigen natürlich das typische Ergebnis von Städten. Und bei Flächenstaaten wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen im extremen Fall, da zeigt sich natürlich ein anderes Bild, weil der ländliche Bereich viel größeren Anteil hat an dem Gesamtergebnis. Hier nochmal ein interessantes Beispiel für Rankings. So, das ist ein Testergebnis. Ich will jetzt nicht weiter verraten, in welcher Zeitschrift das mal war, beziehungsweise ich müsste es selber nochmal nachschauen. Ich habe es wieder vergessen. Es ging um Mobilfunkanbieter und es ging um deren Hotlines. Die sollten getestet werden und dann sollten Noten vergeben werden. Und aus den Noten ergibt sich natürlich automatisch ein Ranking. Okay, wenn zwei dieselbe Note haben, dann werden die nicht gegeneinander mehr gerankt, aber zumindest die mit Note 1 sind natürlich besser als die mit Note 2 und so weiter. So, und eine interessante Weise gab es in dem Ranking, das ich da vor Augen hatte, einen Anbieter, ich will jetzt nicht sagen, wer, hat in diesem Test eine 1 bekommen für Service und eine 5 für Erreichbarkeit. Ja, können Sie sich vorstellen, was das heißt, eine 5 für Erreichbarkeit zu kriegen. So, und daraus wurde dann als Ranking-Ergebnis eine Note 3. Und dort wurde dann dieser Anbieter natürlich eingeordnet. Ja, alle, die nach derselben Berechnungsformel eine 1 oder eine 2 bekommen haben, besser. Und alle, die eine 4 oder eine 5 bekommen haben, nach demselben Berechnungsformel, dann entsprechend schlechter. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet das für Sie als Leser oder Leserin dieses Tests? Ja? Wenn Sie da also ein befriedigend lesen, ohne dass es weiter aufgeschlüsselt wird. Oder vielleicht ist es weiter aufgeschlüsselt worden, aber Sie lesen es nicht so genau. Sondern Sie sehen nur die Tabelle, die Statistik und stellen fest, aha, der ist befriedigend. Ja? Würden Sie da wirklich erwarten, dass das ein praktisch unerreichbarer Service ist? Ich vermute nein. Dass also die Gesamtnote ist in einem gewissen Sinne objektiv richtig, in dem Sinne, dass wir einfach die beiden Zahlen zusammen addiert und den Durchschnitt gebildet haben. Aber das hatten wir schon mal beim Thema Noten von Klausuren beispielsweise oder Noten von studentischen Evaluationen, dass man solche Noten eigentlich nicht, mit solchen Noten eigentlich nicht rechnen darf. Ja, weil wenn jemand eine 1 vergibt und eine 5 vergibt, dann meint es wahrscheinlich nicht, dass das eine fünfmal schlechter ist als das andere. Außerdem sind das ja auch wieder unvergleichbare Sachen. Eine 1 im Service und eine 1 für Erreichbarkeit, das ist ja unvergleichbar. Da vergleicht man ja Äpfel mit Birnen. Also man kommt gar nicht dahin, also man kann gar nicht vermeiden, dass die Gesamtnote in irgendeiner Form irreführend ist. Sensitivität von Rankings, da möchte ich über eine eigene Arbeit berichten, die ich mal vor vielen Jahren mit jemandem gemacht habe, der da seine Bachelorarbeit drüber geschrieben hat. So, wenn Sie sich beispielsweise bei irgendwelchen Zeitschriften, Tests, ja, oder im Internet irgendwelche Rankings ansehen, ja, gibt es einzelne Kriterien, was ja schon mal gut ist. Und wenn Sie sich das angucken, die werden dann gewichtet mit irgendwelchen Gewichtungsfaktoren und dann wird die gewichtete Summe zusammengerechnet und das ergibt dann die Gesamtnote. Und wenn Sie sich genau anschauen, dann sehen Sie typischerweise, dass da so Gewichtungen sind, 5%, 10%, 15%, 20% und so weiter. Oder sogar noch rüber granular, 10%, 20%, 30%, dass das so die Gewichte sind. Offensichtlich willkürlich. Ja, es gibt keinen Grund zur Annahme, dass 10% die Wahrheit sind und 9% sind die Unwahrheit oder 11% sind die Unwahrheit. Ja, das ist offensichtlich der Tatsache geschuldet, dass wir ein Zehnersystem haben, dass wir fünf Finger an jeder Hand haben und zehn Finger damit insgesamt.
So, und jetzt wie haben wir das mal gemacht? Wir haben bei verschiedenen Veröffentlichern von Tests mal einfach so mal diese Zahlen hier, diese Gewichtung 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 25 und so weiter, mal um 1 bis 2% variiert und haben festgestellt, dass es große Veränderungen in der Reihenfolge plötzlich gab. Also dass die Anzahl der Sprünge der Bewegungen, wenn ich auch aufsummiere, jede Positionsveränderung, dass ich mehr rausbekomme in Summe als die Anzahl der Produkte, die ich da hatte. Und wir haben uns immer die besten 5 hergenommen, festgestellt, dass es auch da eine große Veränderung gab. Einfach durch so eine kleine Änderung der Gewichte. Es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, 10% ist richtig und so eine Variation 9% oder 8% oder 11% oder 12% ist falsch. Ja, das heißt also, die Ranking-Ergebnisse bei solchen Tests, bei denen die einzelnen Kriterien hergenommen werden und dann so verrechnet werden, die Ranking-Ergebnisse würden völlig anders aussehen, wenn wir dieses Element der Willkür etwas anders ausgeübt hätten, als es ausgeübt worden ist. Also dementsprechend Ranking-Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Sie sind bis um Beweis des Gegenteils statistische Artefakte. Also eher durch die Methoden als durch die Realität entstanden. Anderer Punkt bei Rankings, den ich Ihnen noch kommunizieren möchte, ist, sehr kleine sind häufig die allerbesten oder die allerschlechtesten. Ja, egal, worüber Sie Rankings nehmen. Ja. Klingt jetzt so, als ob die was Besonderes an sich hätten, ist aber nicht unbedingt so, sondern viel plausibler ist die Erklärung, dass da doch in den Kriterien eine Menge Zufall drin steckt. Ja, wie gut oder wie schlecht hier eine einzelne Gemeinde oder ein einzelner Betrieb oder was auch abschneidet. Und je größer diese Gemeinde oder dieser Betrieb oder was auch immer ist, umso mehr werden sich die statistischen Fluktuationen ausmitteln. Das heißt, diese großen Betriebe sind dann irgendwo im Mittelfeld und bei den kleinen mittelt sich das nicht so stark aus. Da gibt es viel stärkere Ausschläge, sodass allein die Überlegungen, die eigentlich gar nichts mit dem untersuchten Thema, mit dem gerankten Thema zu tun haben, schon zu der Erkenntnis führen, ja, es muss so sein, dass sehr häufig die kleinsten oder die größten, Entschuldigung, die kleinsten, die besten und die schlechtesten sind. Also, dass die besten und die schlechtesten typischerweise unter den kleinsten zu finden ist. So soll ich es formulieren. Anderer Punkt bei Ranking-Platzierung. Das ist wieder mal ein Komischerweise ist das heute Morgen bei mir mal wieder vorbeigekommen, dieses Thema. Ein Thema, das regelmäßig mal vorbeikommt. Ja, diese Aussage, die da steht, ist wahr. Sie stimmt. Gehe ich mal von aus. Also ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass sie stimmt. So, was kann man jetzt daraus schlussfolgern? Also, viele Leute schlussfolgern, das habe ich heute Morgen erst wieder gelesen. Ja, also die Schlussfolgerung wird häufig dem Leser, der Leserin überlassen. Ja, und Sie können sich denken, welche Schlussfolgerung hier suggeriert werden soll. Aber was man wirklich daraus schlussfolgern kann, ist schlicht und einfach gar nichts. Denn es gibt eine sehr starke Tendenz in der muslimischen Kultur, sehr, sehr viele Jungs Mohammed zu nennen. Und dann kommt noch hinzu, dass dann die verschiedenen Schreibweisen des Namens mit in einen Topf zusammengeschmissen worden sind für diese Statistik. Sehr, sehr viele Jungs Mohammed genannt werden und relativ wenige dann eben anders genannt werden, also natürlich immer noch sehr viele, während im deutschen Kulturkreis beispielsweise bei männlichen wie bei weiblichen Vornamen viel mehr, da gibt es keine solchen hervorstechenden Namen, die geradezu über die Jahrtausende hinweg immer wieder so häufig gewählt werden als Vornamen für Jungs oder auch Mädchens. Ja, gut, diese Frage
brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu diskutieren. Das können Sie sich selber vorstellen. So, Zuschnitt und Ringeplatzierung, das gibt es auch beispielsweise in der hohen Politik. Ist jetzt gerade sogar mal ausnahmsweise in Deutschland aktuell, denn Sie haben ja vielleicht mitbekommen in den Medien, dass der Bundestag verkleinert werden soll. Und das bedeutet eben, dass man die Regeln ändern muss, wer drin bleibt und wer draußen ist. Und auch das ist eine Form von Zuschnitt und daraus ergebenden Bundestagsergebnissen. Mit dem Ergebnis, dass voraussichtlich, wenn der Vorschlag der Ampelkoalition durchkommt, dass dann die Linkspartei mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird. So, und hier ist aber, will ich auf etwas anderes hinaus, was in den USA immer wieder zu Diskussionen führt, nämlich die nämlich die nämlich dass es immer wieder Bestrebungen gibt, die Wahlbezirke anders zurechtzuschneiden als bisher, sodass die Anhänger der eigenen Partei dann in möglichst vielen Wahlbezirken die Mehrheit haben. Und Sie wissen ja, in den USA gilt Mehrheitswahlrecht. Da gilt ja Mehrheitswahlrecht und das heißt also, entweder geht ein Wahlbezirk ganz an die eine Person oder es geht ganz an die andere Person von der anderen Partei. Ja, und dadurch hängt natürlich das Wahlergebnis massiv ab, denn bei einem reinen Verhältniswahlrecht hätten Sie diese Problematik gar nicht mal so sehr, ja, wenn sozusagen jede Stimme gleich zählt. Aber dadurch, dass die Stimmen des Verlierers in jedem Wahlbezirk verloren gehen und nur die Stimmen des Gewinners letztendlich zählen, wird das Gesamtergebnis natürlich massiv dadurch entsprechend verändert. Dementsprechend heiß umkämpftes Thema, versteht sich. Jede Partei will natürlich das Beste dabei für sich herausholen. So, jetzt hatten wir Rankings als eine spezielle Art von Untersuchungen, von Studien. Ich möchte auf eine andere Form von Studie zu sprechen kommen, nämlich Umfragen, die auch ihre eigene Problematik hat. Und zwar gehen wir mal los. Es fängt an mit der Problematik der Repräsentativität. Ja, natürlich sollen Umfragen immer repräsentativ sein. Und gut, das fängt schon mal an, dass die Stichprobe, die ausgewählt ist, nicht unbedingt immer repräsentativ ist. Zum Beispiel Festnetztelefon. Also viele Menschen sind über Festnetztelefon gar nicht mehr erreichbar und viele Menschen sind auch tagsüber nicht unbedingt per Festnetztelefon erreichbar. Damit kann die Auswahl der Stichprobe natürlich, die Stichprobe natürlich nicht mehr repräsentativ sein. Oder Umfragen im Internet. Da ist erst einmal natürlich die Nichtrepräsentativität dadurch gegeben, dass nicht alle Leute überhaupt im Internet irgendwie so sichtbar sind, nicht unbedingt unterwegs sind und dann natürlich auch, dass nicht alle Leute an solchen Umfrageplattformen vorbeikommen. Und auch, dass nicht alle Leute, die vorbeikommen, bereit sind, dann auch bei so einer Umfrage teilzunehmen. Oder beispielsweise, das Beispiel hatten wir schon auch, studentische Evaluation in einem Vorlesungstermin. Da gibt es einen hohen Grad an Selbstselektion, nämlich diejenigen, die nicht zu diesem Termin kommen, die nehmen eben nicht an der Umfrage, an dieser Evaluation teil. Oder ein anderes schönes Beispiel ist Umfragen unter Alumni. Was sind Alumni? Das sind Absolventen, Absolventinnen, ehemalige von Schulen oder von Hochschulen. Typischerweise erreicht also Hochschulen versuchen
Heutzutage in anderen Ländern wie in den USA schon sehr lange, schon seit vielen Jahrzehnten, heutzutage auch in Deutschland, versuchen ihre Ehemaligen zu erreichen, versuchen mit ihnen Kontakt zu halten aus verschiedenen Gründen, sind aber nur bei einem bestimmten Anteil erfolgreich, nämlich bei denen, die im Leben, also tendenziell wieder statistisch, die eher die Erfolgreichen sind, weil sie erstens mal leichter aufzufinden sind, zum Beispiel Internetrecherche. Und diejenigen, die Misserfolg im Leben hatten, sind vielleicht auch nicht so bereit, an Umfragen dann von der Hochschule teilzunehmen, um mehr zu erfahren über ihre Absolventen, Absolventinnen. Das heißt also, der Begriff, den es dafür gibt, lautet Schweigeverzerrung, nämlich dahingehend, dass diejenigen tendenziell eher aus mindestens diesen beiden Gründen antworten, die ein hohes Einkommen haben und dementsprechend etwa, wenn eine Hochschule publiziert, dass ihre Absolventen, ihre Absolventinnen im Durchschnitt so und so Einkommen haben, dann ist dieser Wert wahrscheinlich zu hoch. Weiter mit repräsentativ. Ja, das Problem, ein weiteres Problem ist die Verwendung des Wortes repräsentativ. Ja. Natürlich kann man die Stichprobe repräsentativ auswählen. Man kann zum Beispiel zufällig Telefonnummern generieren und sie automatisiert dann anrufen lassen. Und die meisten Telefonnummern existieren dann wahrscheinlich gar nicht, aber die, die existieren, werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit angerufen, sodass wir also tatsächlich eine Stichprobe haben, die repräsentativ ausgewählt wurde. Aber egal, was Sie anfangen, also gut, vielleicht nicht ganz egal, was Sie anfangen, aber typischerweise werden Sie da eine sehr geringe Rücklaufquote haben. Und das ist der Pferdefuß an der ganzen Sache. Denn es gibt nicht den geringsten Grund zur Annahme, dass diejenigen, die tatsächlich geantwortet haben, diese 10 bis 20% vielleicht, dass die repräsentativ sind für diejenigen, die nicht geantwortet haben. Ja, also zum Beispiel bei der Studierendenbefragung der TU Darmstadt, die jetzt wieder anläuft, ist die Rücklaufquote auch typischerweise weit unter 20%. Genau weiß ich das jetzt nicht aus dem Kopf, ist natürlich von Mal zu Mal unterschiedlich, aber sie ist eben dementsprechend so, dass man wirklich nicht sagen kann, es gibt keinen Grund zur Annahme, dass diese ungefähr ein Sechstel, was geantwortet hat, repräsentativ ist für die ungefähr 5 Sechstel, die nicht geantwortet haben. Auch hier wieder dementsprechend eine potenzielle Schweigeverzerrung, von der wir nicht wissen, wie hoch sie ist. Ja. Es kann im Extremfall sind die 5 Sechstel, die nicht geantwortet haben, einer völlig anderen Meinung als das eine Sechstel, was geantwortet hat. Aber gut, dieser Extremfall wird vielleicht auch nicht eintreten, aber der andere Extremfall, dass die 5 Sechstel genauso denken wie dieses eine Sechstel, das geantwortet hat, warum sollte das so sein? Die Leute, die geantwortet haben, unterscheiden sich doch offensichtlich in gewissen Persönlichkeitsmerkmalen von denjenigen, die nicht geantwortet haben. Und diese Persönlichkeitsmerkmale sollen nicht korreliert sein mit den Meinungen zu den verschiedenen Fragen. Das ist erstmal unplausibel. Das müsste erstmal bewiesen werden, bevor man hier von Repräsentativität wirklich seriös sprechen kann. So, Schweigeverzerrung, den Begriff hatten wir jetzt. Bei solchen Umfragen, wenn man versucht schon die Schweigeverzerrung anzugehen, zum Beispiel indem man solche verschiedenen demografischen Daten mit abfragt. Man weiß ja, wie diese demografischen Klassifizierungen in der Gesamtbevölkerung verteilt sind und kann das dann einfach so mit Dreisatz sozusagen umrechnen, ja. Das heißt also, man kann, selbst wenn bestimmte Altersgruppen, bestimmte Geschlechter, bestimmte Bildungsstände überproportional oder unterproportional repräsentiert sind, kann man das dann auf die realen Anteile dann umrechnen. Wird häufig dann als repräsentativ bezeichnet, aber auch das ist nicht wirklich. Also man kommt letztendlich nicht aus dem grundlegenden Argumentationsproblem heraus. Derjenige behauptet, dass die Ergebnisse repräsentativ sind, steht eigentlich in der Beweispflicht und allein durch das, was Sie hier auf dieser Folie sehen,
kann man nicht sagen, eigentlich seriöserweise, dass diese Beweispflicht erfüllt worden ist. So, ein weiteres Problem, was immer wieder bei Umfragen oder auch bei anderen Statistiken gemacht wird, dass sie eine große Statistik zum Beispiel über ganz Deutschland machen und dann gucken, was ist denn beispielsweise in Darmstadt so passiert, was kam denn da speziell raus bei der Umfrage. Das heißt also, wir haben eine große Umfrage mit ausreichend vielen Teilnehmenden und gucken uns für einzelne Teile dann an, wie eben Umfrage, wie ich eben sagte, Umfrage für ganz Deutschland, Teilgruppe Darmstadt, was da rauskommt, für einzelne Regionen zum Beispiel. Aber da muss man aufpassen, auch wenn für die gesamte Umfrage über ganz Deutschland die Teilnehmenzahl, die Stichprobengröße ausreichend groß ist, muss das für diese Teilgrößen dann überhaupt nicht mehr gelten. Zum Beispiel, was man öfter schon mal gesehen hat, ist, dass Umfrageergebnisse für Hochschulen erhoben worden sind, zum Beispiel Alumni-Befragungen, wie wir es eben auf einer Folie hatten, und dann auch Ergebnisse für die einzelnen Studiengänge dann präsentiert wurden. Aber wenn man sich dann die Teilnehmerzahl ansieht, stellt man fest, für die einzelnen Studiengänge ist die Teilnehmerzahl sicherlich nicht mehr groß genug, dass man da überhaupt noch irgendetwas sagen kann, dass man überhaupt noch Statistik sinnvoll betreiben kann. So, ein weiteres Beispiel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das Dr. Fox-Experiment. Darunter finden Sie es in der Literatur, auch in der deutschsprachigen oder englischsprachigen Wikipedia, wobei ich sagen möchte, das ist ein Beispiel dafür, dass die englischsprachige Wikipedia öfters mal seriöser zu sein scheint als die deutschsprachige Wikipedia. Also, worum ging es da? Das Experiment wurde in verschiedenen Formen an verschiedenen Orten nochmal wiederholt. Ursprünglich ist ein Dr. Fox vor einem Fachpublikum aufgetreten, hat einen Fachvortrag gehalten und es gab noch eine rege Diskussion hinterher. Dieser Dr. Fox war aber in Wirklichkeit ein Schauspieler, der keine Ahnung vom Thema hatte. Es war im Bereich Pharmazie. Das Thema war so weit randständig, dass dass keiner von den anwesenden Zuhörenden da wirklich Expertise drin hätte haben können, aber immer noch so nah an der Thematik, dass es noch plausibel war als Thema. Es gab hinterher eine Evaluation durch das Publikum, deshalb ist es hier unter dem Abschnitt Umfragen mit ähnlichen Fragen, wie Sie das auch bei unserer TU Darmstadt kennen, und die Evaluationsergebnisse waren absolut top. Ja, wenn Sie in die englischsprachige Wikipedia in den Artikel reinschauen zu diesem Dr. Fox-Experiment, werden Sie noch einiges Interessantes dazu sehen, wie das Ganze zu verstehen ist und so weiter. Aber ich möchte das hier in dieser Vorlesung einfach so stehen lassen, dass Sie sich vielleicht da auch den einen oder anderen Gedanken selber dazu machen. Aber bevor Sie anfangen, wirklich ernsthaft Schlussfolgerungen zu ziehen, schauen Sie doch nochmal in den englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu diesem Thema. Ein großes Problem bei Umfragen sind Selbstauskünfte, also Auskünfte über eigenes Verhalten in der Vergangenheit beispielsweise und Ähnliches. Eigenes Ernährungsverhalten beispielsweise, ökologisch bewusstes Handeln oder zum Beispiel, welchen Arbeitsanteil Sie in der Familie haben und Ähnliches. So, da gibt es aber ein grundlegendes Problem, mehrere Probleme. Zum Beispiel beim eigenen Ernährungsverhalten, dass man daran denkt, die großen Mahlzeiten mit aufzuzählen, mit anzugeben. Aber den kleinen Snack zwischendurch hat man vergessen, mit aufzuzählen. Aber wie Sie ja wissen, dieser kleine Snack zwischendurch kann schon sehr, sehr viel Kalorien und sehr, sehr viel Zucker und sehr, sehr wenig Vitamine haben. Also fällt durchaus mehr ins Gewicht, als er bei uns im Bewusstsein vielleicht geblieben ist. Dann gibt es systematisch verzerrte Erinnerungen, ja, kognitive Verzerrungen, dass man häufig sein eigenes Verhalten viel zu positiv in der Rückschau einschätzt, zum Beispiel eigene Arbeitsanteile in der Familie und Haushalt und so weiter, dass man das in der Rückschau viel zu hoch ansetzt, als es tatsächlich war. Und
Interessanterweise ist es auch so, selbst wenn die Umfrage völlig anonym ist, das heißt, wenn die Leute kognitiv wissen, sie werden niemals, es wird niemals herauskommen, was sie da geantwortet haben, werden häufig Antworten gegeben, die eben den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen, also und aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend. Das ist ein gut gesichertes Ergebnis aus der Psychologie, dass solche Verzerrungen passieren. Also Selbstauskünfte und Umfragen sind eigentlich sehr problematisch. So, und ich traue mir zu, Ihnen da jetzt eine Aussage an die Hand zu geben. Bis zum Beweis des Gegenteils trauen Sie keinem Umfrageergebnis, möchte ich Ihnen vorschlagen, aus guten Gründen. Bis zum Beweis des Gegenteils heißt, Sie gucken sich genau an, wie sieht der Fragebogen eigentlich aus, die Einleitung nicht vergessen, die Fragestellung und die Antwortoptionen, was ist der genaue Wortlaut, weil zum Beispiel, im Extrem, also ich will hier nur einen Extremfall nennen, dass es auch schon Umfragen gab, wo man gar kein Nein ankreuzen konnte, sondern nur verschiedene Variationen von Ja, dann ist natürlich klar, dass die Nein-Antworten relativ wenige sind und für jede einzelne Antwortoption dann die Ankreuzzahlen. Ja, wenn Sie, häufig ist es beispielsweise so, dass gut und sehr gut in dem Bericht über die Umfrage zusammengefasst werden, aber es ist natürlich interessant zu sehen, wie viele der Antworten in gut und wie viele davon in sehr gut waren. Oder hier verschiedene Variationen von Ja-Antworten. Wäre es natürlich sehr wichtig zu wissen, zur Interpretation der Studie, der Umfrageergebnisse, wie viele Antworten jetzt in welcher der Ja-Optionen drin waren und so weiter. Anderes Problem bei Umfragen kann man. Muss man aufpassen, wenn man seriös arbeiten will. Ansonsten kann man das natürlich für seine eigenen Zwecke nutzen, wenn man nicht seriös arbeiten will. Aber wir wollen ja hier seriös arbeiten. Sie sehen jetzt hier sehr, sehr gut links, sehr schlecht rechts, sehr schlecht links, sehr gut rechts, also der totale Wechsel. Und Sie sehen hier das Beste in der Mitte und links und rechts eher schlecht. In verschiedene Richtungen halt schlecht. Ja? Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Leute gar nicht mehr unbedingt alle schauen, ob dann in jeder einzelnen der Zeile dieselbe Aufteilung stattgefunden hat, also von links nach rechts, von gut bis schlecht oder von schlecht bis gut oder von schlecht bis gut wieder bis schlecht oder so etwas, sondern dass sie einfach davon ausgehen, ohne es weiter zu lesen, dass es in jeder Zeile dieselbe Richtung hat, von gut nach schlecht, und dementsprechend ankreuzen und dementsprechend etwa, wenn Sie hier sehen, aha, sehr gut ist hier, und dann hier, wenn Sie sehr gut sagen wollten, dann hier ankreuzen und hier ankreuzen und dementsprechend sehr schlecht angekreuzt haben. Gut, was sagt die Uhrzeit? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich möchte noch auf dieses Thema zu sprechen kommen, Prognosen, Simulationen. Das ist jetzt mal kein statistisches Thema, das ist jetzt mal ein Thema von anderer Bauart, also wo wir auf andere Art und Weise mathematisch arbeiten, aber wir arbeiten natürlich immer mathematisch in gewisser Form. Wir arbeiten quantitativ. Und quantitativ heißt eben mathematisch. Ja, ohne eine gewisse Quantisierung. Oder eine Quantifizierung ist das richtige Wort, Entschuldigung, oder eine gewisse Quantifizierung wird man nie, denke ich, zu vernünftigen Ergebnissen kommen können, zu validen, belastbaren Ergebnissen. Ja, auch wenn man noch so sehr qualitativ arbeitet, irgendwo kommt der Punkt, wo man auch mal die Sachen sammeln muss und dann wird man irgendwie mit Quantitäten weiterarbeiten. So, was hat es mit Prognosen, Simulationen jetzt auf sich? Das Problem ist, dass es unbekannte Größen gibt. Ich will das ganz kurz erst einmal zusammenfassen, was für Arten von unbekannten Größen es gibt. Da gibt es so populärwissenschaftliche Begriffe. Es gibt, die ich jetzt auch im Einzelnen gleich durchgehen werde. Es gibt die Known Unknowns.
Das heißt, man weiß, dass da etwas Unbekanntes ist. Es gibt die Unknown-Unknowns. Da weiß man nicht mal, dass es das, dass man da, dass da Wissen fehlt. Und als Extremfall, etwas, was sich in der populärwissenschaftlichen Literatur etabliert hat unter dem Namen Schwarze Schwäne. Und dann gibt es noch was anderes, nämlich methodische Probleme, auf die ich ganz kurz zu sprechen komme. Einerseits numerische Berechnungen, die ja nie wirklich genau sein können. Darauf werde ich ganz kurz zu sprechen kommen, anhand eines Fallbeispiels. Und das Problem daran ist, dass diese Ungenauigkeiten sich im Laufe der Berechnungen immer vergrößern, 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 sodass dann irgendwann das Ergebnis völlig wertlos ist. Nicht mehr mit der Realität zu tun hat. Ein anderer Punkt. Bei Prognosen und Simulationen werde ich auch zu sprechen kommen, ist Overfitting. Gehen wir die Sachen in der Reihe nach durch. Known Unknowns, ich nehme hier das Thema Klimasimulation und Prognosen mal als Beispiel für ein paar mehrere Sachen. Wir wissen, dass da etwas ist, aber mehr Genaueres wissen wir nicht. Zum Beispiel hier im Bereich Klimasimulation und Prognosen die Effekte auf den Golfstrom. Ja, es gibt die Vermutung, dass der Golfstrom irgendwann mal dass der Golfstrom immer langsamer wird und immer kühler wird und irgendwann zum Erliegen kommt, was katastrophale Konsequenzen für Europa hätte. Denn wenn man so will, ist der Golfstrom unsere Zentralheizung hier. Wenn wir keinen Golfstrom mehr hätten, dann hätten wir ähnliche winterliche Verhältnisse vielleicht wie in den USA. New York liegt auf demselben Breitengrad wie Neapel und gucken sich das Wetter im Winter in New York und das Wetter im Winter in Neapel an. Nur so als Beispiel. Natürlich noch schlimmer dann in Deutschland. Aber wir wissen nicht ganz genau, welche Effekte es auf den Golfstrom geben wird. Vielleicht werden wir irgendwann feststellen, es hat keine nennenswerten Effekte gegeben. Vielleicht werden wir feststellen, es hat katastrophale Effekte gegeben. Vielleicht werden wir feststellen, der katastrophale Effekt ist der, dass ganz Europa zufriert. Oder der Effekt ist vielleicht sogar umgekehrt irgendwie, dass Europa noch wärmer wird, weil die Effekte auf den Golfstrom eben nicht linear sind, sondern dass es dadurch Rückkopplungen dann wieder ganz gegenteilige Effekte gibt, wie auch immer. Wir wissen es nicht genau, soweit ich weiß. Andere und andere sind etwas, was wir überhaupt nicht auf dem Radar haben. Da gab es vor ein paar Jahren ein schönes Beispiel, nämlich dass man in den Klimamodellen die Bindungsfähigkeit der Weltmeere für CO2 nicht berücksichtigt hat. Das hat man jetzt inzwischen bereinigt. Oder zum Beispiel, was CO2-Ausstoß angeht. Also irgendwelche Studien behaupten, dass die Textilindustrie, die Modeindustrie mehr CO2-Ausstoß hat als der gesamte Flugverkehr. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es ist sicherlich eine große Menge. Oder Internetnutzung, das ist ja ein Thema, was inzwischen mehr und mehr in den Vordergrund rückt, dass Internetnutzung insgesamt eine große Umweltbelastung darstellt, unter anderem auch in Form von CO2-Ausstoß. Die ganzen Rechenzentren, die massiv gekühlt werden müssen, um nicht heiß zu laufen. Und wenn jetzt künstliche Intelligenz immer mehr eine Rolle spielt, wenn also immer mehr auch Rechenzentren, Server, Farmen aufgebaut werden für verschiedene Zwecke der künstlichen Intelligenz, wie jetzt bei ChatGPT, dann wird das natürlich immer noch mehr zunehmen. So, schwarze Schwäne ist jetzt der dritte Fall. Wir hatten die Known Unknowns, die Unknown Unknowns und die schwarze Schwäne. Wo kommt denn der Name her? Ja, früher dachte man, dass alle Schwäne weiß wären. Bis wann? Bis man Australien entdeckt hat. Da hat man die ersten schwarzen Schwäne entdeckt. Inzwischen, denke ich, kennt jedes Kind heutzutage durch Zoobesuch oder sonst wie auch schwarze Schwäne. Aber bis dahin dachte man, es gehört zu den essentiellen Eigenschaften eines Schwans, weiß zu sein. Und anderes Beispiel für schwarze Schwäne, damit möchte ich dann auch enden. Es gibt so ein berühmtes Zitat vom ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, als es um die Frage ging, wie die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland, also in der Bundesrepublik Deutschland, in Westdeutschland damals ausgestattet werden soll. Umlagefinanziert, kapitalgedeckt oder wie auch immer. Und dann hat
der Konrad Adenauer diesen Spruch gesagt und mit der Aussage, eine umlagefinanzierte Rentenversicherung wird immer funktionieren, weil die Leute bekommen immer Kinder. So, was er da natürlich Anfang der 50er Jahre noch nicht vorhersehen konnte, war Verhütungsmethoden wie etwa die Antibabypille. So, dann möchte ich an dieser Stelle jetzt enden. Die Zeit ist um. Ich werde jetzt die Aufzeichnung stoppen.